So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial für Star Citizen. Ja, genau, ich wollte einfach mal ein kleines Video machen, in dem ich zeige, ja, wie man sich quasi im All und auf dem Boden zurechtfindet. Gut, als erstes joinen wir dann mal einem Universe. Hier könnt ihr euren Charakter einstellen, habe ich jetzt allerdings schon gemacht. Und genau, hier sucht ihr euch einen Server aus. Dann habt ihr die Möglichkeit zwischen Best, USA, EU und aus für Australien zu switchen. Ich nehme meistens Best. Dann einfach Visit Location. Genau, und dann kommt nochmal ein kurzer Loading Screen. Und dann sollten wir, ich glaube, ich habe mich auf PO zuletzt ausgeloggt, dort wieder erscheinen. Und ja, dann fange ich an. In diesem Video will ich jetzt auch wirklich nur mal die Basics quasi ansprechen, also so Bewegung und Shops und Essen, Trinken, bis alles funktioniert. Es werden aber mehrere Tutorial-Videos noch folgen, auch zu den verschiedenen Arten und Möglichkeiten im Verse Kohle zu machen. Genau, also das Wichtigste hier ist, wir starten in unserem Quartier wie immer und mit F kommt hier in ein Auswahlmenü, da könnt ihr dann auch, seht ihr den Mauszeiger quasi, ansonsten guckt ihr euch ja nur so um mit der Sicht. Genau, also F ist ganz wichtig, um mit der Umgebung zu interagieren. Sei es, um in euer Schiff zu kommen oder hier so Türen zu öffnen. Zack, ein Linksklick drauf, mit F kann sich mal F wieder loslassen. Genau, so wird man auch später hier aus den Automaten, das funktioniert jetzt noch nicht, sich Getränke ziehen können. Genau, das ist ein NPC, der hier rumlatscht. Wir müssen jetzt erstmal, das ist auch egal, wo ihr startet, überall gleich. Ihr müsst erstmal aus dem Gebäudekomplex, aus dem ihr gestartet seid, raus. Und dann, ja, in die verschiedenen Gebiete zum Spaceport, um zu fliegen, oder in die Zentren der Stadt, um einzukaufen. Port Olisa hat das alles auf einmal, deswegen ist es gar nicht schlecht, dass wir hier gestartet sind. Servus. Genau, also, wir fangen einfach mal an. Mit F4 kommt ihr in die Außenansicht. Wenn ihr Y gedrückt haltet, könnt ihr euch mit der Maus umgucken. Das ist quasi die freie Kamera. Wie ihr seht, ich habe die Venture Rust Society Rüstung an. Das war mal eine Subscriber-Rüstung irgendwie vor einem Jahr oder so. Und, ja. Ihr kommt, wenn ihr nochmal F4 drückt, kommt ihr direkt in die Hinteransicht und ansonsten nochmal F4 wieder in die Innenansicht. Genau, am besten fangen wir an mit WASD, ist klar, bewegt ihr euch seitlich vorwärts und zurück. Mit STRG kniet ihr euch hin. Genau, ist später auch wichtig, wenn ihr im FPS-Battle seid. Und mit C, mit X, sorry, kriecht ihr. Genau. Auch im First-Person-Combat relativ wichtig. So, hier auf der Station nicht. Wenn ihr es nochmal drückt, könnt ihr wieder aufstehen. Genau, damit haben wir... Ah, nee. Noch relativ wichtig, das Mausrad. Das hier, seht ihr, ist die normale Geschwindigkeit. Wenn ich das Mausrad runterdrehe, kann ich langsamer werden. Jetzt bewege ich mich nur noch so. Drehe ich das Mausrad wieder hoch, kann ich auch schneller als die vorher eingestellte. Ist das dann schon fast Rennen. Genau. Ja, das ist relativ wichtig. Funktioniert im All genauso. Genau, falls ihr irgendwann mal Scheiße baut, an diesen Automaten könnt ihr eure Strafe bezahlen. Wenn es nicht zu krass ist, ansonsten kriegt ihr direkt einen Crime-Stat. Ich habe zum Glück gerade keine offenen Strafzettel. Genau, dann auch relativ fast auf jeder Station, Basis, Planeten gleich. Beim Administration Office könnt ihr Waren einkaufen und verkaufen. Genau, hier Buy und Sell. Hier könnt ihr dann ein Zielschiff auswählen. Genau, hier stehen eure Credits. Das gleiche gilt für Mineables. Wenn ihr mit der Prospector unterwegs seid und eure Mineralien verkaufen wollt, das geht hier an diesen Terminal. Da gehe ich dann beim separaten Tutorial zum Mining nochmal drauf ein. Gut, hier stehen wir schon vom ersten Laden. Kasaba, das ist der Kleidungshändler hier. Bei dem gibt es aber auch Wasser. So, noch relativ wichtig, wenn ihr F gedrückt haltet und die rechte Maustaste drückt, kommt ihr hier in so ein Auswahlrad. Dann seht ihr hier unten die Werte Hydration und Hunger, genau. Ja, hier noch Sauerstoff und die HP natürlich und hier euer, was ist denn das, Verletzungsanzeiger, wenn ihr euch ein Bein brecht, dann wird das rot angezeigt und so. Genau, hier könnt ihr dann auch Sachen machen wie Helm absetzen, das müsst ihr auf jeden Fall machen, bevor ihr was esst oder trinkt. Ich mach's jetzt einfach mal. Zack, wie ihr seht, habe ich keine Helme auf. Jetzt kaufen wir uns hier so ein Getränk. Auch wenn ich gerade keinen Durst habe, egal. Auf Quick Buy, wenn ihr auf More Info geht, also mit F gedrückt halten, wenn ihr auf More Info geht, dann
ja, kriegt ihr da mehr Informationen über welch köstliches Wasser ihr gerade trinkt. Nochmal F öffnet immer so ein Kontextmenü. Das heißt, ihr könnt hier zwischen Carry entscheiden, also weiter herumtragen, Drop fallen lassen, Place irgendwo hinstellen, Stow einstecken und Drink ist klar. So, wenn wir nichts davon machen, steckt das automatisch in die Hand. So, und wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte, trinke ich das in einem Schluck weg. Also in einem Zug. In einem Schluck wäre ein bisschen krass. Genau. Und so kriegt ihr dann euer Hydrationslevel, gegebenenfalls auch wieder angezeigt. Wenn ihr frisch gestartet seid, wie gesagt, dann ist es alles auf 100, braucht man da auch nichts machen. Kommen wir zum nächsten hier, Gesundheit. Genau, also wie gesagt, ihr habt ja schon erfahren, man kann sich's Bein brechen und auch andere Körperteile, man kann angeschossen werden. Geht teilweise relativ gefährlich inverse umher, ja, vor. Und deswegen solltet ihr auch wissen, wie ihr euch um eure HP kümmert. Gehen wir mal wieder raus aus dem Menü. Und wenn ihr F1 drückt, dann öffnet sich euer Mobiglas. Hier könnt ihr unter Comlink Kontakt zu anderen Spielern oder Stationen aufnehmen. Im Vehicle Loadout Manager könnt ihr eure Fahrzeuge, also eure Schiffe, tunen, Komponenten austauschen. Hier könnt ihr das bei euch selbst machen. Bei Skyline hat eigentlich momentan noch keine wichtige Funktion. Journal, da seht ihr ja quasi, was bis jetzt so passiert ist, was ihr gemacht habt. Lifeworks AR, auch nicht so wichtig. Hier könnt ihr auf dem Patch später eure Schiffe reparieren, da gehe ich dann auch nochmal drauf ein. Und hier könnt ihr Aufträge annehmen. Jetzt ist wichtig, erstmal hier den Equipment Manager zu öffnen. Da geht es nämlich um uns. Hier seht ihr, ich habe keine Helme auf und meinen Anzug. Genau, hier könnt ihr Zivilklamotten. Das geht nur, wenn man seinen Undersuit ausgezogen hat. Wir haben ihn jetzt aber an, deswegen gehe ich auf die Zivilklamotten erstmal nicht weiter ein. Genau, also ihr braucht ein Undersuit, das ist ein Unteranzug. Von den Anzügen gibt es drei Kategorien, leicht, mittel, schwer. Ja, die schweren sind natürlich besser gepanzert, man kann aber nicht so weit mit ihnen rennen. Also das, die Ausdauer ist schon relativ schnell weg, man kann nur kurze Strecken rennen. Während natürlich leichtere Rüstungen kann man weiter mit rennen, sind aber auch nicht so stark gepanzert. Genau, also hier sehen wir jetzt die verschiedenen Undersuits. Nehmen wir jetzt auch mal den Odysseo 2. Ihr seht, das ändert sich nur unter der Rüstung. Genau, es ist nur, wie gesagt, der Undersuit. Hier könnt ihr Waffen auswählen. Hier sind die Waffenslots. Hier sind verschiedene Waffen, die ich quasi schon habe. Aber, keine Ahnung, wir wählen jetzt einfach mal eine P4 aus. Können gucken, Attachments, die könnt ihr in den Shops kaufen. Da gehe ich gleich noch weiter genauer drauf ein. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Machen wir nochmal eine fertig mit einem Dreifachscope, mit einem Flashhider. Und das war's, genau. Dann Save, Change and Equip. Genau, ganz wichtig, solange hier noch diese gelben Dreiecke sind. Genau, jetzt habe ich eine Waffe auf dem Rücken. So, Armor. Genau, hier seht ihr jetzt den Helm, den habe ich ja jetzt gerade abgezogen. Dann hier den Torso, verschiedene Torso-Rüstungen in verschiedenen Farben. Kann man in den Shops kaufen, ist Geschmackssache. Gehe ich jetzt auch nicht näher darauf ein, einfach nur, dass ihr es mal gesehen habt, wo sich das befindet. Genau. So, ganz wichtig ist nämlich Utility, da wollte ich hinaus. Da könnt ihr euch Granaten mitnehmen, das ist immer wichtig. Könnt ihr manchmal den Arsch retten, könnt ihr aber genauso gut umbringen. So, bei Consumable müsst ihr euch Medpens einstecken. Wo ihr die kauft, zeige ich euch gleich. Und genauso Oxypens. Man kann immer zwei einstecken. Und bei Utilities, okay, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Alles klar, machen wir wieder Safe Change and Equip. Genau, und haben jetzt ein paar Medpens dabei, dass, falls wir uns verletzen, die uns reinhauen kann. Gut. Ja, wie gesagt, hier in diesem Shop gibt es nur Trinken oder Klamotten. Hier kann man ganz viel USC ausgeben für Zivilklamotten. Auf die gehe ich später ein. Dann sieht man aber ungefähr so aus wie der Typ. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt in Raumanzug durch die Gegend laufen will. Das wollen wir jetzt aber. Genau. Also, das hier ist der Klamottenladen. Hier in Dumpers Depot könnt ihr Schiffsausrüstungsgegenstände kaufen. Waffen, Schildgeneratoren, neue Quantum Drives, also Schiffsantriebe. Könnt ihr alles hier an diesem Terminal kaufen. Gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Genau, so. Wenn wir die Seite vom PO wechseln, dann kommen wir noch zum Rüstungs- und zum Waffenladen. Hier rechts ist der Rüstungsladen. Hier sind so ein paar Rüstungen ausgestellt, so eine ähnliche wie die der Tragischgrad. Genau, könnt ihr auch hier an diesem Terminal kaufen, bei Bedarf. Hier drüben im Waffenladen gibt es Waffen, wer hätte das gedacht, aber auch Medpens, wieder mit F, könnt ihr die kaufen.
Oder mit hier, die blauen sind die Oxypens, wenn euch der Sauerstoff ausgeht. Das hier sind Leuchtfackeln, sind auch relativ cool, könnt ihr hier auch kaufen, Granaten, alles. Liegt hier rum, ist auch ausgestellt, könnt ihr euch angucken und auch direkt kaufen von der vom Regal her mit F. Also F ist, wie gesagt, relativ wichtig, um mit der Umgebung zu interagieren. Genau. Habe ich sonst noch irgendwas? Ja genau, mit F4 kommt ihr in die Außenansicht, mit Y könnt ihr euch umsehen, genau, das hatte ich schon mal gesagt. Nee, ich glaube, das waren so die wichtigsten Movements. Die Waffe ziehen würdet ihr dann mit 1 oder 2, je nachdem, wo ihr die gelegt habt. Das geht hier allerdings nicht, weil wir uns in einer waffenfreien Zone bewegen. Das seht ihr an dem durchgestrichenen, ja, der Patrone oder dem Projektil da oben. Genau. Dann ziehe ich jetzt mal wieder den Helm auf. Das mache ich über das Schnellauswahlmenü. Und Equip Helmet. Wenn es da bei euch noch nicht steht, müsst ihr euch... Ich mache das gerade nochmal. Müsst ihr euch die Sachen hier bei Actions, das könnt ihr euch, die zwei Sachen seht ihr auf jeden Fall. Da kommt ihr auf euer persönliches Inventar, was jetzt momentan nichts ist. Genau, aber ebenso auch auf Actions wie ja, Emotes oder Mobiglas-Aktionen. Genau, also das ist relativ wichtig, dieses Auswahl. Und das, hier, diese Dinger sind leer, die werden immer gespeichert. Die könnt ihr quasi euch, wenn ihr euch hier was belegt, dann kommt, landet das da. Und dieses Helm unequip und equip ist halt relativ wichtig, weil man den, ja wie gesagt, zum Trinken abnehmen muss. Und wenn man durch die Luftschleuse rausgeht zu seinem Schiff, dann sollte man ihn tunlichst aufhaben. Gut, dann kommen wir jetzt hier zu den Schiffsterminals. Die findet ihr dann auf dem Planeten bei den Spaceports und bei anderen Stationen, auch so mitten in der Station. Mit F auswählen, Linksklick drauf, genau, dann kommt ihr in diese Übersicht. Hier könnt ihr eure Schiffe rufen, sie neu claimen, genau. Ihr könnt zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt, ich nehme einfach meine Cutlass Red, zack, ruft die, geh auf Retrieve. Jetzt wird die hier auf ein Start- oder Landepad gestellt. Es dauert jetzt ein bisschen, bis ihr mir sagt, wo die hinkommt. A07. Wunderbar. Ihr könnt ähnlich, wenn ihr F1 drückt, ähnlich wie gerade eben in dem Personal Equipment Manager, könnt ihr natürlich beim Vehicle Loadout Manager auch eure Schiffe bearbeiten. Also nehmen wir jetzt mal die Cutlass Red. Die kann, hier ist jetzt ein Schloss-Symbol, weil ich die gerade gerufen habe und die jetzt schon in der Welt existiert, kann ich die nicht mehr bearbeiten. Ich gehe trotzdem mal drauf. Und dann seht ihr hier, wir haben die Felder Propulsion Systems, Weaponry. Die hat jetzt S3 Gimbal Mounts drauf, genau, die hat noch einen Standard Schildgenerator und auch den Standard Quantum Drive. Gut. Dann gehen wir mal zum Schiff. Ah, hier seht ihr auch an diesen Schildern, wo es lang geht. Also da geht es zu 9 und hier 5 bis 8. Dann einfach die Türen öffnen, der Beschilderung folgen. Hier oben, zack. Genau. Dann habt ihr quasi schon die Grundkenntnisse für den Boden gezeigt gekriegt. Jetzt geht's. Hier ist dann ganz wichtig. Hier geht's nach draußen ins All. Jetzt solltet ihr den Helm aufhaben. Sonst tot. Gut. Mein Schiff steht da oben. Dann ist es hier 7. War es auch, glaube ich. Genau, 7 bis 8. Die Treppe rauf. So, je nach Schiff gibt es natürlich verschiedene Arten, da reinzukommen. Hier steht eine Cutlass Black. Ich habe hier die Cutlass Red. Hier muss man einfach hinten an den. Also, wir können ja einmal kurz drum rumgehen. Genau, das ist ein Search and Rescue Ship, hat zwei Medbays an Bord, ja, ist so eine Art Krankenwagen. Hat sogar Blaulicht. Oder Rotlicht in dem Fall. Genau, dann öffnen wir jetzt mal die hintere Rampe mit F. Also immer ganz wichtig F und auswählen und gehen ins Schiff rein. GRSD, zack. Der da hinten geht auch gerade in sein Schiff. So, dann gehen wir weiter. Hier könnten wir uns jetzt loggen, also quasi, dass wir wieder respawnen. Das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal ins Cockpit, immer mit F die Türen öffnen. Hier im Bett kann man sich ausloggen und schlafen. Hier ist der Geschützturm. Hier sind Waffenracks, da kann man seine Waffen reinstellen. Und ja, jetzt gehen wir in den Pilotensitz. Dann schauen wir uns mit F um. Und dann kommen wir hier, Enter Pilot Seat. Können wir uns reinsetzen. Das Cockpit fährt in die Betriebshöhe.
Genau, jetzt können wir das Schiff einschalten. Dafür gibt es verschiedene Shortcuts. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Sagen wir es mal so. Lassen wir mal F gedrückt, gucken uns hier im Cockpit um. Hier könnte ich jetzt auf Flight Ready den Switch umlegen oder die Power einschalten. Hier unten die Engines. Was kann man noch machen? Hier Open Exterior, Press to Unlock. Genau. Also man kann es entweder mit F auswählen oder mit Shortcuts. Zum Beispiel mit U schalten wir die Power des Schiffs an, aber nur die Power ohne Antriebe. Um die Antriebe einzuschalten, drücken wir jetzt I. Genau, jetzt sind die Antriebe eingeschaltet und wir könnten theoretisch, drücken wir mal F4, seht ihr die Außenansicht vom Schiff? Genau, können theoretisch jetzt starten. Ich gehe vorher nochmal kurz weiter auf die Shortcuts ein. Also, obwohl, nee, halt, ich starte erst, sonst werde ich eingezogen. Also, ihr könnt dann, wenn ihr die Shift-Taste drückt, Quatsch, die Backspace-Taste, also die Leertaste, hebt ihr ab. Also macht ihr den Höhenaufstieg. Mit STRG auf der Tastatur links kommt ihr wieder runter. Wenn ihr W drückt, fahrt ihr nach vorne und wenn ihr S drückt, fahrt ihr zurück. Genau, lassen wir mal W gedrückt und fliegen mal kurz vom Pad runter. So hier einfach zack, gucken wir uns mal mit Y um. Na, wir sind auch über dem Pad. Dann werden wir noch eingezogen, fliegen wir noch mit W ein bisschen weiter. So ungefähr nach hier. Perfekt. Genau, also wie ihr seht, könnt ihr mit G, nee, Quatsch, N, sorry, mit N könnt ihr das Landing Gear einfahren. Mit J dreht ihr die VTOL Thruster um, dass die nach hinten gerichtet sind. Genau, und jetzt sind wir eigentlich schon flugbereit. Ich gehe nochmal kurz mit F4 auf die Displays ein. Genau, das hier ist das Radar HUD quasi. Hier seht ihr den Status der Schilde, also bei 30% und 39% und weiter laden. Die brauchen ein bisschen. Status der Waffen, Zielstatus, habe ich gerade keins, der eigene Schiffsstatus, die Energieverteilung und unser Energieausstoß. Genau. Hier oben ist Treibstoffanzeige, das sind die Gegenmaßnahmen. Das hier zeigt an, dass wir gekappelt sind. Das hier ist unser Tank für der normale Wasserstofftank. Das hier ist der Quantum Jump. Tank, genau, Quantum Fuel. So, hier links seht ihr, das könnt ihr mit dem, oh, ich kann sogar zoomen, cool, wollte ich jetzt gar nicht. Genau, hier seht ihr den eingestellten Speed Limiter, das ist relativ wichtig. Ihr seht, jetzt geht er rauf und runter. Das ist quasi, wie stark die Triebwerke des Schiffes beschleunigen, wenn ich mit W nach vorne drücke. Also bleiben wir jetzt erstmal in der Nähe von der Station oder großen Objekten. In der Nähe. Mit E und Q könnt ihr das Schiff rotieren lassen. Genau. Und ja, mit der Maus konnte eigentlich so frei fliegen. Also wir können jetzt mal ein bisschen hier. So, ist eigentlich relativ intuitiv. Genau. Dann gehe ich mal kurz auf. Stellen wir uns erstmal so stabil hin. Gehe ich mal kurz auf die ja, Tastaturkürzel aus. Also mit 3. Könnt ihr, also mit 3 auf der Tastatur, könnt ihr freundliche Ziele durchschalten. Ah, nee, Quatsch, gegnerische Ziele. Die gibt es jetzt leider nicht, deswegen passiert auch nichts, das zeige ich dann später mal. Mit 4 könnt ihr Ziele pinnen, das ist momentan auch nicht so wichtig. Mit 1 könnt ihr dann das Ziel, also die gepinnten Ziele umschalten mit 4, mit 1 könnt ihr das Ziel pinnen, mit 2 ein Unterziel. Aber wichtig ist, 5 freundliche Ziele können wir jetzt hier durchschalten. Da gibt es eine Freelancer. Zwei Freelancer und eine Constellation Andromeda. Genau. Das sind so die Schiffe hier in der Gegend. Und dann werden die auch hier im Zielterminal angezeigt. Auch mit Energieausstoß und allem drum und dran. Genau. X ist die Space Break. Also quasi damit würdet ihr, kann ich euch mal kurz zeigen, fliegen wir mal. So, Space Break. Zack, wir stehen. Also. Eigentlich relativ selbsterklärend. Mit C kommt ihr zum Cruise Control. Das heißt, ihr seht mit dem Mausrad, wenn wir das hoch und runter drehen, stellen wir ja diese Geschwindigkeit ein. So, sagen wir mal. So, na, komm. Ja. So. Ah ja, was ist denn da los? So, jetzt. Genau. Ihr seht, wenn ich C drücke, beschleunigt das Schiff automatisch auf den Wert, den ich da einstelle. Keine Ahnung, warum es jetzt die ganze Zeit zurückspringt. Eigentlich ist das nicht so. Genau. Ja, so kommt ihr vorwärts. Machen wir den mal aus. Bleiben wieder stehen. So, versuchen wir es jetzt nochmal.
Ja, okay, jetzt geht's besser, ja. Das ist wegen meinem HOTAS, habe ich gerade rausgefunden. Ich hatte den auf, genau, ich kann es nämlich auch quasi nicht übers Mausrad, sondern über meinen HOTAS. Aber gut, wir machen jetzt auf Maus und Tastatur. Zumindest erkläre ich das. Mit C, genau, wie gesagt, den Cruise-Control-Modus, mit V decoupeln. Das bedeutet, ihr könnt theoretisch in eine Richtung fliegen. Jetzt drücken wir mal V. Jetzt fliegen wir weiter in die gleiche Richtung, aber ich kann mich umdrehen. Ich könnte jetzt gegebenenfalls auf Verfolger schießen. Und wenn ich den weggeballert habe, drehe ich mich einfach wieder in die Richtung, in die ich gerade fliege. Nämlich. Ja. Okay, fliegen einfach dran vorbei. So. Und jetzt haue ich wieder den Decouple raus und jetzt steuere ich wieder ganz normal. Genau. Mit M macht ihr den Mining-Modus, mit N fahrt ihr das Fahrwerk ein und aus, also N wie Nordpol. Mit K öffnet und schließt ihr das Inventar, das kann ich mal kurz zeigen. Also das komplette Schiff, alle Türen und Klappen, die es hat. Ist gut, wenn ihr Leute reinlassen wollt. Ihr seht, da fährt die Klappe auf, da gehen die Luken auf. Genau. Mit L könnt ihr euer Schiff locken oder also abschließen. Wenn ihr nochmal K drückt, fährt wieder alles zu. Genau, würde ich dann L drücken, wäre das Schiff abgeschlossen. So. Genau, mit Ü nehmt ihr Einladungen an und mit der Taste daneben, dem Stern, lehnt ihr sie ab. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Genau, mit P, O und I. Also mit P macht ihr die Waffen an und aus von dem Schiff. Gut, das sieht man jetzt nichts. Dann macht ihr mit O die Schilde an und aus. Da gehen wir wieder in die Innenansicht, dann seht ihr das. O, Schilde fahren runter. Nochmal O, Schilde fahren wieder hoch. Genau. I macht das gleiche mit dem Antrieb. Antrieb aus. Antrieb an. Genau. Mit U schaltet ihr das Schiff komplett aus. Und auch wieder ein. Genau. Mit Z steht ihr auf. Also ich kann jetzt, weiß ich nicht, das Schiff in eine Richtung fliegen lassen und kann mich hier völlig frei im Schiff bewegen in der Zeit. Ja, darf halt nichts kommen, was im Weg ist. Genau. Ja, das war eigentlich schon das Wichtigste zu den Tastenabkürzungen. So. Dann, genau. Wie man einen Kurs setzt. F2 drücken, wenn ihr irgendwo hin wollt. Dann mit dem Mausrad erstmal rausscrollen, ganz heftig. So. Sagen wir, wir wollen mal nach Jela fliegen. Dann setzen wir einen Kurs auf Jela, indem wir, also wie gesagt, F2 drücken für die Karte. Dann das Ziel durch rausscrollen oder reinscrollen finden. Setzen dann hier oben mit Set Route den Kurs, was jetzt gerade natürlich nicht klappt. Wunderbar. Dann klären wir die Route nochmal. Setzen sie nochmal. Okay. Vielleicht erstmal ein Quantum. Nee. Drücken wir nochmal F2. Gucken wir mal hier zur Arcop Mining Area. Kann ich auch keinen Kurs setzen. Okay. Dann nach Daemar. Ah, das geht. Dann fliegen wir einfach mal nach Daemar. Keine Ahnung. Ja, Star Citizen ist halt noch eine Alpha. Genau. Also, jetzt haben wir diesen Kurs gesetzt. Mit N spult ihr. Na, Quatsch. Mit N fahrt ihr euer Fahrwerk aus. Mit B spult ihr euren Quantum Jump. Also Quantum Drive. Genau, macht euch bereit für den Sprung. Ja, da wir jetzt ein Ziel gesetzt haben, seht ihr hier oben, neben dem explodierenden Chat, genau, diesen Pfeil. Der zeigt in die Richtung, in die wir uns ausrichten müssen, um unser Ziel erreichen zu können. So, dann müssen wir mit dem Zielkreuz drauf sein. Und ihr seht da oben, der Computer berechnet jetzt quasi die Sprungroute. Jetzt ist er fertig. Der Quantum Drive ist vollständig aufgeladen. Wenn wir jetzt B gedrückt halten, springen wir dahin. Ich gehe mal mit F4 in die Außenansicht. Genau, damit sind wir schon bei unserem Ziel angekommen. Dann versuche ich jetzt einen Kurs zurück zu PO zu setzen. Und dann zeige ich euch noch, wie man landet. Und dann haben wir die Basics eigentlich schon durch. Damit setzen wir den Kurs auf PO mit Linksklick.
Klicken auf Set Route. Genau, hier steht jetzt auch, dass die Route angenommen wurde, wie weit, wie viel Treibstoff das braucht, wie viel ich habe. Also da sind wir auf der safen Seite. Drücken nochmal F2, um aus dem Menü rauszukommen. Jetzt gucken wir da vorne, müssen wir uns hin ausrichten. Jetzt boole ich den Antrieb. Kurs wird berechnet. Genau, im oberen Fenster hier seht ihr, das ist der Antrieb, die Aufladung, und das hier ist die Kursberechnung. So, fertig. Und Action. B gedrückt halten. Genau, jetzt wenn wir bei Port Olisa sind, zeige ich euch noch quasi, wie man andere Schiffe scannt. Genau, wie man Kurs setzt und springt, das wisst ihr ja jetzt. Genau, dann gucken wir mal, bei PO ist ja meistens was los, fliegen wir da mal hin. Genau, hier vorne sind jetzt schon viele andere Schiffe unterwegs. Gucken wir mal, wir müssen in den Scan-Modus wechseln, indem wir Tab drücken. Und dann, wenn wir linke Maustaste gedrückt lassen, dann läuft da oben der Scan-Prozess durch. Und wenn der auf 100% ist, habe ich alle Infos, die es über das Schiff zu holen gibt. Also vor uns in der Bakkanähe sitzt Lynker. Ja, und fliegt durch die Gegend. Die sind alle grün umrandet von den Dreiecken, das heißt, es sind freundliche Ziele. Wie gesagt, ich könnte jetzt mit, jetzt muss ich gerade wieder von der Seite gucken, mit 5 freundliche Ziele durchschalten. Genau, und jetzt funktioniert es natürlich nicht. Achso, weil ich noch im Scan-Modus bin. So, mit 5. Genau, seht ihr, jetzt könnte ich sie anvisieren und kriege auch Informationen über ihr Schiff. Genau. Ja, das, also wichtig, mit der Tab-Taste könnt ihr in den Scan-Modus reinkommen. Mit, wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, dann lädt euer Scan auf. Das ist ein Rundum-Scan, den ihr mit dem Mausrad übrigens auch von der Intensität her fokussieren könnt, aber ich würde es erstmal weit gefasst lassen. Wenn ihr loslasst, dann pingt ihr. Genau, jetzt lasst ihr so einen Ping aus und normalerweise würden euch jetzt auch Schiffe, die euch noch nicht aufgefallen sind, auffallen. Genau. Ja, mit, drücken wir nochmal F4, mit J wechselt ihr in den VTOL-Modus. Das ist ganz wichtig auf Planeten mit hoher Anziehungskraft oder sowas, wenn ihr da nicht abstürzen wollt oder ja, komische Manöver machen wollen müsst, dann immer mit J die VTOL-Thruster ändern. Genau, mit N fahrt ihr das Fahrwerk wieder aus. Kann man immer machen, wenn man vorhat zu landen. Gehe ich mal wieder. Ui, der ist knapp bei mir vorbeigeschossen. Dann gehe ich jetzt wieder mit Tab aus dem Scan-Modus raus, fliege schon mal in die Nähe der Landepads, habe das Fahrwerk schon ausgefahren und jetzt drücke ich mit F1, gehe ich auf Comlink. Genau, und jetzt bei Friends kann ich so quasi jetzt den Landeservice, also diese Symbole heißt anfunken. Das kann ich auch mit anderen Spielern machen. Also man sollte immer miteinander reden, bevor man aufeinander ballert. Man kann jeden, den man im Ziel hat oder so, anfunken. Der erscheint dann auch hier bei Friends. Jetzt machen wir es mal mit dem Landeservice. Funken die an, klicken da drauf. Sonst öffnet sich ein Fenster. Eure Charaktere gucken sich gegenseitig ins Gesicht und die Mikros sind halt offen, wenn er den Anruf annimmt. Relativ cool. Also sollte man auch nutzen. Man muss nicht immer sofort aufeinander ballern. So, die haben uns jetzt ein Landepad zugewiesen. Ihr seht da hinten dieses, ja, was ist denn das? Schraubenschlüsselsymbol. Da fliegen wir jetzt hin. Schön langsam. Deswegen bin ich auch hier im niedrigeren Bereich unterwegs. So. Jetzt können wir noch ein bisschen runtergehen mit der Sensitivität, mit dem Mausrad. Perfekt. Fahrwerk ist ausgefahren. Mit F4 rück mal checken, dass nichts im Weg ist. Okay, und jetzt langsam runter. Und wir sind gelandet. Ich schalte dann immer mit I den Antrieb aus, weil es kann euch passieren, ansonsten, wenn euch jemand euer Schiff leicht rammt oder sowas und der Antrieb ist noch an, dann hält er die Stellung und im blödesten Fall kommt ihr dann nicht mehr ins Schiff rein. Mit Z steigt ihr wieder aus. Genau, könnt euch dann wieder frei im Schiff bewegen. Mit F mit der Umwelt interagieren, dass die Türen aufgehen, dass die Klappe runtergefahren wird. Genau. Achso, ja genau. Ziele aufschalten hatte ich ja schon erwähnt. Was ich allerdings noch nicht gesagt hatte, fällt mir gerade ein. Mit Mausrad, wenn ihr das reindrückt, könnt ihr Raketen aufschalten. Und wenn die aufgeschaltet sind und ihr das Mausrad nochmal reindrückt, wird die Rakete abgeschossen im Kampf. Genau. Das ist bei, wenn ihr, beim Schiffskampf noch wichtig. Ah, mir fällt gerade ein, was ich auch noch nicht erwähnt habe. Das kann ich auch noch schnell machen, damit es auch noch schon mal angesprochen wurde. Bei den Symbolen im Cockpit. Das machen wir noch schnell.
Genau, nur das ist einfach schon mal. Genau, also diese Multifunktionsdisplays hier, die könnt ihr euch natürlich auch belegen, wie ihr wollt. Also hier ist jetzt die Zielansicht, ich könnte hier aber auch die Schildansicht oder was komplett anderes drauflegen. Genau, ich lasse jetzt einfach mal den Target-Status, wie es vorher war. Worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass genau, diese Kreise hier ist. Seht ihr die? Das ist jetzt der Gimbal-Modus. Den aktiviert man mit, ach du Scheiße, ich weiß es jetzt gerade gar nicht auswendig, habe ich mir glaube ich auch nicht aufgeschrieben, verdammt, ich habe das bei mir auf dem Joystick. Der Gimbal-Modus bedeutet, ihr könnt die Schiffswaffe, die hat so einen kleinen Aim-Assist und ja, kann in diesem Bereich quasi selbstständig auf das Schiff zielen. Genau. Dann gibt es noch den Fixed-Modus, das ist so. Da wird einfach alle Waffen nach vorne gerichtet und der Pilot schießt selbstständig. Und es gibt noch so ein Zwischending, wo die Fixed-Waffen vorne bleiben, weil die das gar nicht anders können und die Gimbaled-Waffen dann halt ja, selbstständig innerhalb dieses Radiuses oder halt auch dahin, wo ihr zielt, dann schießen. Genau, aber darauf gehe ich dann später nochmal beim Schiffskampf-Tutorial ein. Ja, dann habt ihr jetzt, glaube ich, auch mit Z-Steigen mal wieder aus. Das Wichtigste gesehen. Genau, wenn ihr Fragen habt, schreibt rück in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und ja, vielleicht sieht man sich ja auch in den nächsten Tutorials. Also dann, bis zum nächsten Mal.